Meine Damen und Herren, das Gesundheitssystem, die Krankenkassenprämien, Gesundheitssysteme generell sind auf jedermanns Agenda, auf den politischen Agenden sowieso. Es wäre vielleicht interessant, einmal zu sehen, wo die Gesundheitskosten in der Schweiz und in Deutschland relativ zu den Kosten in der gesamten OECD stehen. Das ist das Thema des heutigen Videos. Hier die erste Grafik dazu. Gesundheitsausgaben in Prozent des Bruttoinlandproduktes über die letzten 10 Jahre. Und Sie sehen hier die Entwicklung von 2008 bis 2018 in Amerika. Die Gesundheitsausgaben in Prozent des BIP sind 17% in Amerika. Sie sehen, Amerika ist absoluter Spitzenreiter. Immerhin hat er sich einigermaßen stabilisiert in den letzten 10 Jahren. Sie sehen hier die Schweiz. Die Schweiz liegt mit auf einem Spitzenplatz, nicht wahr? Mit 12% des BIP, kommt aber von etwa 11,5% auf 12%, steigt also an. Über die letzten 10 Jahre schauen wir uns unsere Freunde in Deutschland an. Die deutschen Gesundheitsausgaben liegen bei etwa 11,5% und auch Deutschland ist mit einer der Spitzenreiter. Nun können Sie sagen, die Ausgaben in Prozent des BIP ist das eine. Schauen wir uns einmal an, wie die Gesundheitsausgaben pro Kopf der Bevölkerung aussehen. Hier Gesundheitsausgaben pro Kopf von 2008 bis 2018. Was Sie sehen, ist ein eindeutiger Trend. Also das steigt an in den USA von etwa $8,000 pro Jahr. Das sind natürlich angerechnete Dollars und hier richtig umgerechnet, nicht wahr? Von 8.000 auf über $10,000. Pro Person, pro Jahr, ein Anstieg von 33%. In der Schweiz von unter 6'000 auf fast 7'500, ein Anstieg von 38% in diesen 10 Jahren. Und wiederum unsere Freunde in Deutschland sind angestiegen von etwas unter 5'000 auf etwas unter 6'000, ein Anstieg von 36% der Gesundheitskosten. Meine Damen und Herren, das sind erschreckende Zahlen, vor allem der Trend macht hier ein bisschen Angst. Und überall sind wir oberhalb des OECD-Durchschnittes. Ich fasse das zusammen, die Gesundheitsausgaben werden immer mehr zu einem wichtigen Element der politischen Ökonomie. Sie sehen, neben den USA sind insbesondere Deutschland und die Schweiz Spitzenreiter mit den höchsten Gesundheitsausgaben aller OECD-Länder in Prozent des Bruttoinlandproduktes, aber auch die höchsten Gesundheitskosten pro Kopf der Bevölkerung mit einem relativ starken Anstieg. Bei allen drei Ländern in den letzten 10 Jahren sind die Anstiege der Gesundheitskosten über 30% gewesen. Das Problem wird in den nächsten Jahren nicht geringer. Vielleicht sollten wir darauf achten, dass wir in der politischen Agenda nicht nur die Umwelt, sondern auch die Gesundheit ganz oben in die Prioritätenliste setzen.